So, herzlich willkommen zum nächsten Digital Confession Drive am zweiten Tag der Demexco. Und heute ist mein Gast Andreas Kwiatkowski. Andreas, schieß mal los, erzähl mal, wer du bist und was du machst. Ja, danke Arne, freut mich hier zu sein. Ja, aktuell beschäftige ich mich mit dem Onboarding und Training von Menschen, all solcher, die keinen Schreibtisch haben, wie du und ich, sondern noch sowas Richtiges machen in Produktion und Logistik. Das alles primär sprachbasiert tatsächlich und dadurch sitzen wir ja heute auch hier. Sprechen über Voice. Trendthema Voice, genau. Nicht ausschließlich, aber auf jeden Fall ein großer Teil davon. Man kann sich das so vorstellen, dass wir sowohl off the job als auch on the job halt so Menschen zum Beispiel am Fließband, im Lager Hilfestellungen geben, vor allem dann, wenn sie jetzt so als neuer Mitarbeiter oder als Leiharbeiterin irgendwie gerade erst anfangen und vielleicht auch noch nicht die Souveränität haben, die man dann halt als erfahrener Hase hat. Ne? Also genau, das ist das, was wir aktuell machen. Wie heißt die Firma? Sound Reply, danke der Nachfrage. Okay. Genau, also Sound wie der Sound, aber auch vernünftig und Reply wie die Antwort. Das heißt, man kann auch interagieren. Das heißt, wir basteln einen Assistenten, der sich automatisch auf die verschiedenen Unternehmen einstellt und dann sozusagen Rede und Antwort steht, so nach Motto. Ja, wie mache ich das hier überhaupt? Erster Tag am Arbeitsplatz und dann gibt's Hilfe. Bevor wir tiefer in Sound Reply einsteigen und in die Firma, das Geschäftsmodell und was noch vor dir liegt, blick noch mal ein bisschen zurück. Was hast du, hol mal unsere Zuschauer und Zuhörer ab, was hast du vorher gemacht und was ist so dein Hintergrund? Ja, ich habe mal Wirtschaftsinformatik studiert, damals so ein duales Studium bei der IBM. Manche Akademikerfreunde haben gesagt, Schmalspurstudium, weil da ist man nach 3 Jahren ja durch. War aber trotzdem cool, sehr viel gesehen, auch von der Welt und vor allem gelernt, was ich nicht will. Hab dann 2 Jahre noch bei IBM gearbeitet dann tatsächlich im Outsourcing-Vertrieb, also große SAP-Themen eigentlich. Hab dann aber gesagt, irgendwie will ich mal was Eigenständiges machen, irgendwie so dieses ganze Thema Unternehmertum interessiert mich total. Hab schon damals im Studium viel gelesen und so ein bisschen TechCrunch verfolgt und Stanford-Podcasts, war also super interessant und dann habe ich gesagt, das lerne ich wahrscheinlich besser bei einem kleinen Unternehmen. Und dann bin ich damals zum Startup Simfy gegangen nach Köln. Mhm. Das war ja damals so die deutsche Kopie sozusagen von Spotify. Ja. Da angefangen, nachher das Produktteam übernommen und ja, so von irgendwie Anfang bis Ende doch viel gesehen. Und ja, nachher, als es dann so langsam bergab ging, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich glaube, viel gelernt. Zeit, so das nächste Kapitel einzuläuten, habe ich dann selbstständig gemacht, beziehungsweise gegründet mit 3 Freunden damals von IBM. Und da gab es aber dann doch irgendwie so ein paar Kursmissverständnisse, wie wollen wir das Unternehmen eigentlich ausrichten. Und das war dann schon nach 2-3 Monaten vorbei. War auch mal eine interessante Erfahrung. Ja, aber dennoch habe ich gesagt, das muss irgendwie weitergehen und habe dann gesagt, okay, dann gehe ich als Freiberufler erstmal, damals Berlin, Hamburg, ProSieben dabei geholfen, auch ihren eigenen Streamingdienst, damals Empire, aufzusetzen. Und ja, in der Zeit habe ich dann zusammen mit einem Freund von mir, dem Tim, auch eine App entwickelt. Das war so der erste Schritt Richtung was Eigenes, Kleines, dann auch, dass das Licht der Welt erblickt. Und diese Eisenhower-App damals rausgebracht. Die gibt es immer noch. Gibt es tatsächlich immer noch, ja. Ende 2012 und war echt cool, kam super an. Wir haben viele User aus der ganzen Welt gehabt und ja, das Thema gibt es auch heute noch so als kleines Hobbyprojekt. Da geht es um dringend weiter und wichtig. Ne? Also genau. Für alle, die priorisiert und effizient arbeiten wollen, dürfen da mal in den App Store oder den Google Play Store aufgucken. Ja, also tatsächlich nur in den App Store. Okay. Aber ja, es gibt noch eine mobile Webseite, die kann man dann so auf dem Browser nutzen. Und die Papierversion, die ich auch bei Amazon verkaufe. Ja, also sagen wir, müssen wir jetzt Disclaimer-Werbung unterschreiben. Aber nee, aber du wolltest ja wissen, was ich davor gemacht genau habe. Und ja, gut, dann lange Rede, kurzer Sinn, haben wir gesagt, es muss, glaube ich, nicht die tausendste To-Do-App sein, die jetzt irgendwie das wert ist, ein Fulltime-Business draus zu machen. Und dann haben damals Tim und ich die Rheinfabrik gegründet als Mobile-Dienstleister. Wir haben gesagt, Mobile, das können wir, glaube ich. Also machen wir einfach mehr davon und gucken mal, was passiert. Und haben uns dann so langsam hochgearbeitet. War eine tolle Zeit, knapp 2 Jahre.
und dann unverhofft schon verkauft. Wir hatten allerdings zu dem Zeitpunkt coole Projekte, damals auch ein bisschen was in der Fußballwelt gemacht mit Sport 5 zusammen. Die Apps für Borussia Dortmund und den Hamburger SV, ihr als Hamburger. Cool. Und ja, dann kamen auch so ein paar Fußballkontakte noch auf uns zu und haben dann aber dann langsam die Botschaft so bei unseren Bestandskunden rumgetragen, dass wir verkauft haben und mussten dann sozusagen auch relativ in einem überschaubaren Zeitraum dann unsere Ressourcen dann ein bisschen konzentrieren auf den Käufer. Einer unserer Kunden, damals auch immer der liebste Kunde gewesen eigentlich von uns, Trivago. Einfach super nette Gründer, die auch sehr vertrauensvoll so mit Dienstleistern umgegangen sind. Und da haben wir gesagt, das passt kulturell cool, das Angebot hat gepasst und dann haben wir es verkauft. Also Talentakquise oder Acquihire, ja, oder wie die Amis auch dazu gerne sagen. Und sind dann Teil von Trivago geworden. Und ja, dann habe ich 2,5 Jahre noch bei Trivago das Team so ein bisschen vergrößert. Den Umsatz haben wir vergrößert und die Apps einfach nochmal auf ein anderes Level gehoben. Und war auch eine coole Zeit, aber ich hatte irgendwie schon relativ früh irgendwie gedacht, ich glaube, ich muss nochmal gründen. Und genau das habe ich dann nach einer gewissen Findungsphase Anfang diesen Jahres getan im Januar. Dann, jetzt sind wir bei Sound Reply. Dann erzählt doch mal so ein bisschen, was euer Scope ist und was eure Anwendung ist, beziehungsweise was ihr da genau macht. Ja, wir haben uns dann Anfang Januar und wir haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten. Ne? Thema Voice fand ich super spannend und habe mir auch irgendwie gedacht, das muss es dann auch in der B2B-Welt irgendwann geben. Also sicherlich noch nicht so beliebt wie Alexa gerade zu Hause, aber gibt viele Möglichkeiten und dann sind wir so systematisch eingestiegen in Gespräche mit verschiedenen Unternehmen, also so 30, 40 Experteninterviews gemacht und einfach mal gehört, so, wo gibt es noch Themen in eurer Mensch-Maschine-Interaktion, in euren Prozessen, wo man vielleicht helfen kann mit den neuen Möglichkeiten, die Voice eigentlich auch so bietet. Und ursprünglich gedacht, okay, wir machen so eine Art B2B-Alexa, sowas wie Sprachsteuerung eben für die Produktion, aber dann eigentlich relativ früh erkannt, ich meine, so ein Notausschalter am Band oder so, der ist immer schneller und besser als ein Sprachkommando. Und es gab einfach auch eigentlich immer so das Feedback, auch wenn ihr ein Problem lösen wollt, ne, dann ist es eigentlich viel mehr so das Thema Fachkräftemangel, der Umgang von meinen Mitarbeitern mit meinen modernen Anlagen, die jetzt alle irgendwie Industrie 4.0 und Digitalisierung, IoT, jetzt in ein neues Zeitalter gepusht werden. Die immer komplexer werden. Genau, und da ist auf jeden Fall super viel Aufklärungsbedarf, aber dann natürlich auch allgemein Komplexität, Geschwindigkeit nimmt immer weiter zu. Produktion und Logistik zum Beispiel, beide Sektoren haben aber auch das Problem, sie müssen halt unglaublich viel staffen. Kennst du es jetzt aus dem Fulfillment ja auch, also der Onlinehandel explodiert. Das heißt, auch da gibt es einfach unglaublich viel Bedarf an Nachwuchskräften und vieles wird halt über Leiharbeit, Zeitarbeit gestemmt und da kommt halt mit einer entsprechend hohen Fluktuation tatsächlich auch jeden Tag sozusagen ein neuer Mitarbeiter oder eine neue Mitarbeiterin, okay, rein. Und in die Werkshalle, ja? Genau, oder ins Lager oder jetzt wie mit einem unserer Kunden dann vielleicht auch ins Stadion oder so. Wir machen jetzt gerade ein cooles Projekt mit Käfer zusammen in München, also Feinkostkäfer, machen auch Catering, genau, machen auch Bewirtungen, zum Beispiel im Audi-Dom in München, in anderen großen Veranstaltungslocations. Und da geht es natürlich auch darum, okay, wie kriege ich jetzt jemanden, der gestern noch, sag ich mal, Kunst studiert hat im zweiten Semester, irgendwie in 0, nix so auf Geschwindigkeit, dass es auch... Also die Zapfanlage bedienen kann, oder? Zum Beispiel die Zapfanlage, heutzutage auch auf jeden Fall neben Hotdog auch sowas wie Poke Bowl oder so. Das kennst du, das neue Reisgericht, es schwappt gerade so nach Deutschland, okay, irgendwie. So im Prinzip sowas wie... Eine Schüssel mit Reis und Salat. Zerlegter, ja, Sushi-Salat so, oder so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das gourmet-technisch richtig ausdrücke hier, aber sowas ist zum Beispiel nicht irgendwie also auch so die Rezepturen für systemgastronomische, genau, Anwendung. Ganz genau, ja. Systemgastronomie ist für uns auch so ein Thema Produktion, also ja, da geht es zwar um Essen, aber gerade schauen wir uns intensiv auch das Thema Systemgastronomie, Franchise an. Und wie sieht so ein konkreter Ausschnitt von so einem Use Case aus? Also nehmen wir euch den gastronomischen, mhm, oder gerne am Band oder in der Lagerhalle. Kannst du mal so ein Beispiel nennen, damit das für die Zuschauer, Zuhörer ein bisschen plastischer wird?
Ja, so im... ich komme als neuer Mitarbeiter wieder rein. Und genau. Ja, wenn du jetzt gerade sozusagen den Job bei Käfer angenommen hast, dann kannst du, kriegst du noch eine Nachricht, dass, hey, du hast auch eine App, wenn du willst, kannst du dir schon mal den Arbeitsplatz von morgen anschauen, also der dich morgen früh erwartet sozusagen. Und dann kannst du die App runterladen und siehst auch so ein 3D-Modell von deinem Arbeitsplatz. Dann kannst du dir das erklären lassen mit einem Avatar. In dem Fall ist das die Sissy, die erklärt dir dann, wie der Hase läuft sozusagen. Und dann kannst du auch Fragen stellen, so, ich weiß nicht, was ein Brioche-Bun ist oder so. Und die erklärt dir das, also auf eine sehr interaktive Art und Weise. Und die Stimme nimmst du dann sozusagen auch mit für den nächsten Tag. Und ja, bei Schichtbeginn sozusagen kannst du dann so als Knopf im Ohr, so als Headset, dann auch immer jederzeit Unterstützung einholen, wenn du sie brauchst. Spreche ich dir an wie Siri oder wie Alexa, sage ich dann, hey Sissy oder? Ja, genau. Also das ist cool, weil hands-free, ne? Und auch in der Gastronomie will man ja nicht irgendwie alle 5 Minuten jetzt die Hände waschen müssen, wenn man da gerade im Betrieb ist. Oder das oder halt du drückst einen Knopf, dann zum Beispiel der erste Pilot, den wir gerade machen, der ist eher so auf den Foodbikes stationär installiert. Das heißt, du kannst quasi auch mit dem ganzen Foodbike sprechen, wenn du möchtest, und kannst dich da durchführen lassen. Haben wir verschiedene Tests gemacht, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht. Also, aber grundsätzlich kam super an, und also auch jetzt neulich irgendwie ein paar Wochen her KFC in den USA, also darüber gesprochen, dass sie das auch pilotieren, so Thema Sprachassistenz jetzt in der Produktion bei KFC. Da waren in 2, 3 Filialen jetzt tatsächlich so das Ergebnis, dass sie da 75% irgendwie ihrer Classroom Educations einsparen konnten und die Mitarbeiter das auch gut aufgenommen haben. Das ist so der zweite Punkt. Also was wir auch erlebt haben, ist, dass eben Sprache ist ein totaler Icebreaker. Wir waren in Produktion, da haben die Leute dann gesagt so, hey, nee, das ist das Spielzeug vom Chef hier, die moderne IoT-Anlage, da gehen wir nicht dran. Und wenn man aber dann tatsächlich mal so einen Speaker an die Maschine stellt, der sagt so, hey, Störung irgendwie 23:10, kann mir mal jemand helfen oder so, sagen die Leute, ach witzig, jetzt fängt das Ding an, auch schon an zu reden sozusagen, und da schaue ich doch mal rein, und dann sagt die Maschine halt, hey, wenn du Bock hast, hilf mir mal kurz so in der Wartungsprozedur oder Entstörungsprozedur, da wären 1, 2, 3 Dinge zu tun, hast du mal Lust, eine Sache auszuprobieren? Und sagt der Mitarbeiter wahrscheinlich so, pff, keine Ahnung davon, noch nie gemacht. Und dann sagt die, kein Problem, auch für mich das erste Mal. Und cool, lass uns mal die ersten 2, 3 Dinge ausprobieren. Ne? Also ihr seid totale Pioniere in dieser Entwicklung von voice-basierten oder auditiven Customer- oder Nutzer-Experiences. Ja? Ja, es gibt da natürlich ein paar Lösungen auch, aber wir haben halt uns ziemlich bewusst darauf konzentriert, jetzt wirklich auch viel User-Testing zu machen, also mit den Menschen, die es dann auch benutzen sollen. Und ja, haben da auch schon jetzt so unseren Weg gefunden, wie können wir eigentlich so einen digitalen Trainer aufbauen, dass der auch Spaß macht. Ne? Also das heißt, so personalisiert zum Beispiel, sagt so, hey Arne, cool, dass du wieder da bist und so. Letztes Mal haben wir doch das gemacht, lass uns diesmal das ausprobieren und noch verbessern oder so. Oder erkennt mich an meiner Stimme. Ja, also das haben wir jetzt so noch nicht umgesetzt, aber grundsätzlich möglich. Ist natürlich auch immer wieder ein gewisser Bedenken dann, so was dieses Thema in Europa angeht, aber grundsätzlich Speaker Identification, das geht, also das Stimmprofil, das findet sich dann auch, glaube ich, in den nächsten Jahren auch in den Autos dann wieder, dass zum Beispiel, wenn du vorne sagst, irgendwie mach die Klimaanlage an, dass nicht irgendwie deine Tochter von hinten dann brüllt so, nee, wieder aus, und, sondern du kannst dann regeln, okay, nur ich oder nur mein Stimmprofil hat die entsprechenden Rechte, ne? Also das kommt sicherlich auch, dieses Fingerprinting auf Voice, so wie wir es ja auch in anderen Themen kennen. Ja. Und machen wir mal weiter. Was ist euer Geschäftsmodell als SoundReply? Seid ihr Technologieanbieter oder Softwareanbieter oder seid ihr Agency und Dienstleister? Hol mich da mal ein bisschen ab. Ja, wir versuchen tatsächlich eben nicht Servicegeschäft zu machen, in dem Sinne, dass wir versuchen, dieses Aufschlauen unseres Trainers, diese Individualisierung auf den jeweiligen Anwendungsfall in den verschiedenen Unternehmen zu automatisieren. Das heißt, unser Fokus gilt gerade prozeduralem Wissen inhaltlich. Das ist so, wenn du fragst, hey, was ist ein Fahrrad? Das ist deklaratives Wissen, habe ich gelernt. Ja. Und wie fahre ich ein Fahrrad? Das ist prozedural. Also erstens, ich setze mich auf den Sattel. Zweitens, Pedale und so weiter. Und das heißt, genau das sind so diese inhaltlichen Dinge, auf die wir uns fokussieren, wo wir gerade versuchen, halt mit Machine Learning sehr unterschiedliche Dokumentationen, die wir von verschiedenen Unternehmen bekommen. Manchmal
ist es eine Checkliste, manchmal ist es ein Wartungshandbuch, die zu filtern, sozusagen zu parsen und dann halt umzuwandeln in Interaktionen, die halt wirklich Spaß machen. Ne? Also wir lesen nicht die Prozedur erstens, zweitens so vor, wie sie im Handbuch steht, meistens relativ uninspirierend, ja, sondern wir machen daraus halt wirklich irgendwie ein Erlebnis, so, wo man sagt, so, ja, das könnte auch ein echter Trainer sein. Also wir haben da so ein kleines so Brand Promise entwickelt, wo wir gesagt haben, wir sagen keinen Satz zweimal. So im Sinne, wenn du mich jetzt irgendwas fragst, würde ich wahrscheinlich auch nicht auf genau die gleiche Art und Weise antworten wie so ein Automat, weil das ist das, was ermüdet, ne? Wo die ja, Leute genau, sich auch heute die zum Beispiel abbricht, ja, in der Logistik beschweren oder so nach dem Motto, ja, Pick by Voice, ganz cool, aber irgendwie, naja gut, nach 300 Mal das Gleiche denkst du auch so, boah, und wenn du das 8 Stunden machst, dann nervt das schon und wenn halt das irgendwie ein bisschen was menschlicher bleibt, dann macht das auch Spaß, dann kommt die Botschaft auch an und auch, was wir im User-Test auch gesehen haben, auch das Personalisieren, dass man sagt, hey, wirklich Arne statt mach mal das, sondern Arne, machst du bitte und so. Die Leute so, oh, ich bin gemeint und dann hast du eine ganz andere Auffassung, ne, also von den Themen. Und jetzt nochmal zurück zum Geschäftsmodell. Wie monetarisiert ihr das hinten? Ist das dann, baut ihr einen eigenen Core, also eine eigene Datenbank oder ein selbstlernendes Software oder sowas auf? Oder seid ihr im Moment in so einer klassischen Dienstleister-Service-Konstellation unterwegs? Ja, momentan verschenken wir alles in dem Sinne, dass wir einfach lernen wollen. Das ist so ein bisschen der Fokus dieses Jahr. Also wir haben es ein Stück weit jetzt anfinanziert, gerade auch ein bisschen Kapital eingesammelt, um das irgendwie noch ein bisschen einen größeren Stil zu machen, einfach um das System in dem Sinne besser zu machen, also sowohl Input als Output, also nach dem Motto Sachen einlesen. Also ihr braucht erstmal eine ganze Menge Use Cases. Genau, also einfach mal die Engine sozusagen trainieren und auf der anderen Seite halt auch den Output so richtig hinzubekommen, dass er wirklich auch Früchte trägt, also dass der Lerneffekt einsetzt, dass vielleicht auch je nach Gegenüber unterschiedliche Wortwahl. Zum Beispiel, manche kennen dann das Fachwort vielleicht nicht. Dann kann man ja eben das Ganze umschreiben oder halt zu sagen, das eine Lernmodell, so pädagogischer Ansatz, funktioniert bei dem Menschen, bei einem anderen vielleicht eher was anderes. Das heißt, Input und Output, das müssen wir noch ein bisschen tweaken. Also da fließt jetzt noch viel Arbeit rein. Und ja, mittelfristig, also irgendwann Anfang, Mitte nächsten Jahres, werden wir definitiv auch jetzt mit den ersten Kunden in Produktion gehen. Und dann wird so ein Thema sein, eine Support, sozusagen Subscription und dann halt eine Pay-per-Seat-Basis, wo wir sagen, okay, je nachdem, wie viele Nutzer das in deinem Unternehmen nutzen, desto mehr variabel kostet es dann. Ja. Das ist ja ein sehr schön skalierbares Geschäftsmodell nach vorne. Ja, raus, hoffentlich. Ja? Ja. Also zumindest verspricht es das Modell. Ja? Genau. Kannst du mir ein bisschen was über den Markt erzählen? Also was siehst du im Moment überhaupt neben SoundReply, also neben euer Modell, an Verwandten oder ganz, ganz anders gearteten Modellen in diesem noch sehr jungen Voice-Markt? Also jetzt konkret in unserem Fall, also was wir auch sehen, sind halt oft so Datenbrillenthemen, ne? Also AR, VR, kommt manchmal gut an, manchmal weniger gut. In der Regel, so viele Arbeiter, mit denen wir gesprochen haben, waren da nicht so begeistert von. Batterielaufzeiten-Thema. In manchen Lagern hast du kein Internet, auch aus Sicherheitsgründen nicht. Dann funktionieren viele Modelle nicht. Und manche Startups gehen halt ran und sagen, okay, wir verkaufen die Komplettlösung, was auch eine coole Experience sein kann. Aber in vielen Unternehmen sind schon gewisse Dinge angeschafft worden, Headsets, Datenbrillen und Co. Und wir sagen, okay, wir machen das plattformunabhängig. Und je nachdem, ob du jetzt nur den Audiokanal hast oder ob du auch ein Bild darstellen kannst, wie zum Beispiel auf dem Smartphone vom mobilen Worker, der gerade eine Inspektion macht, unterwegs, kann man dann durchaus auch in unserem Fall halt auch ein Bild anzeigen, was wir auch eben aus den Anleitungen extrahiert haben. Genau, weil ein Bild sagt mehr als 1000 Worte manchmal. Ne? Deswegen, wir sind da nicht so opinionated in dem Sinne. Aber da gibt es definitiv viele Sachen, die auch in verschiedenen Nischen, glaube ich, coole Lösungen sind. Glaube ich, ist so der Voice-Markt gerade so richtig am Explodieren. So. Ich glaube, nicht jeder weiß jetzt gerade, was da so passiert, aber wir sehen das ja auch in den Werbekampagnen, die Google und Amazon fahren da draußen. Das ist eine neue Plattform, die es zu erschließen gilt, also im Consumer-Bereich.
Das heißt, jetzt ist nochmal die Chance, sozusagen das Rennen zu machen, wer ist iOS, wer ist Android und wer ist dann eben BlackBerry OS und Windows Phone, die heute irgendwie keiner mehr nutzt und ganz zu schweigen von anderen Anbietern, die da auch noch waren. Ne? Also das heißt, da fließt gerade viel rein. Adoption Rate ist auch ganz gut. Meines Wissens war schon letztes Jahr in den USA irgendwie fast 25% des Marktes irgendwie mit Smart Speakern versorgt. Jetzt Prognose für nächstes Jahr ist irgendwie 75% und damit sogar ein schnelleres Akzeptanzwachstum. Das ist ja ein schnelleres Wachstum als im Smartphone-Markt. Genau, ja, genau. Also das ist natürlich der amerikanische Markt, in Europa nochmal gewissermaßen ein bisschen hinterher mit der Verbreitung. Ne? Also, ich bin da recht optimistisch. Ich glaube schon, dass das sich bald jetzt irgendwie in die Richtung bewegt, dass die Leute halt wirklich auch solche Speaker bedenkenlos kaufen und nutzen, weil am Ende gewinnt oft die Convenience. Und so wie meine Eltern damals auch gesagt haben, so Smartphone brauche ich nicht. Irgendwann kam das Smartphone. Ja, und dann WhatsApp, was ist das überhaupt? Und jetzt schreiben sie mehr WhatsApp als ich. Also von daher würde ich sagen, da kommt auch der Smart Speaker noch in seine goldene Zukunft. Und gerade da ist natürlich auch verglichen jetzt mit Spracherkennungstechnologie von Nuance oder so, das, was du jetzt zum Beispiel im neuen Mercedes findest, wenn du sagst so, hey Mercedes, das Nuance-Technologie zu einem großen Teil, das ist so der Platzhirsch ja immer gewesen, vielleicht kennst du von früher noch Dragon Dictate, ja, kenn ich. Wo man noch trainieren musste. Und die haben natürlich extrem viel Learnings auf dem Bereich gehabt, aber aus meiner Sicht... Kommen die an Alexa und Android ran? Ja, also ist immer, denke ich, schwierig zu vergleichen, kann ich jetzt so gar nicht sagen. Ich glaube, es ist schon in Ordnung, was die für Produkte machen. Also auch dieses Dragon Drive zum Beispiel ist ziemlich krass. Und da gab es auch auf so einer Automobilmesse in den USA so einen Piloten, wo du sogar auch dann Gaze Recognition hattest. Das heißt, wenn du dann irgendwie nach rechts geschaut hast, hat er gemerkt, du schaust nach rechts und konnte dann so in der Frontscheibe auch dir anzeigen, das ist ein 5-Sterne-Restaurant auf Google oder so. Das heißt, da lohnt es sich anzuhalten oder so. Also da wird schon einiges gemacht. Macht von denen auch, aber aus meiner Sicht zwei Vorteile, die Amazon und Google haben. Also der erste ist einfach durch diese Smart Speaker und die Assistenzpenetration auf den Handys haben die unglaublich viele Learnings und am Ende sind also gerade bei so Deep Learning Themen, also das gerade so das Thema Speech Recognition. Seid ihr plattformagnostisch unterwegs im B2B-Bereich oder setzt ihr auch auf bestehende Plattformen auf, also wie Siri, wie Android oder wie Nuance hast du eben genannt oder meinetwegen sogar wie Alexa? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, möglich ist das auf jeden Fall. Nuance zum Beispiel ist tatsächlich so eine Technologie, die kann man dann für Automatic Speech Recognition nutzen. So aber auch zum Beispiel die Technologien von Google oder Amazon. Alexa zum Beispiel ist ja tatsächlich also so ein Superbot. Das ist sozusagen Speech Recognition plus Natural Language Understanding plus alle Assistenzfunktionen, die es da so gibt, wie Wecker und Musik abspielen. Und immer wenn man jetzt zum Beispiel im B2B-Umfeld jetzt einen Alexa einsetzt, hat man natürlich einerseits das Thema Privacy Concern. Will ich, dass alles nach Seattle geht? Ja, ja, genau. Und auf der anderen Seite dann auch immer die Funktionen des Superbots, die sozusagen immer, sagen wir mal, stärker wiegen in der Interaktion. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, irgendwie im Skill Stopp oder so, dann fliege ich wieder aus dem Flow raus. Ne? Das heißt, so ein Skill ist grundsätzlich okay, aber nicht unbedingt die ideale Situation für einen Always-On Assistenten, der vielleicht am Band immer zuhören soll oder immer zumindest ready sein soll und das vielleicht sogar ohne ein Wake-Word, sondern einfach mit einem Drück auf den Knopf oder also diese ganzen Möglichkeiten des Anpassens. Also ihr baut dann für eure Kunde dann im Zweifel ein proprietäres System oder nutzt eine nicht Online-Software, sondern eine, die stationär irgendwo auf dem Rechner läuft, ja? Ja, sowas zum Beispiel, genau. Also grundsätzlich sind wir eigentlich da mit allem fein. Also Thema Speech Recognition, da kann sich der Kunde aussuchen, welche Engine ihm passt, also von Privacy oder Konditionen her, weil wir kümmern uns weder so um das Thema Speech Recognition noch um das Thema Text-to-Speech. Das betrachte ich als gelöst. Das heißt, sowas, so Unternehmen wie Amazon oder Nuance, die haben da lange viel investiert. Und
wir machen sozusagen alles dazwischen, so die Business-Logik in dem Sinne. Das heißt, wir operieren eigentlich nur so auf Textbasis und geben das dann zum Beispiel an eine Stimme weiter, wie Siri dann sein kann. Ja. Oder es kann eben auch ein Amazon Polly sein. Das ist sozusagen der Service, wo du die Aussprachfunktionalitäten von Amazon nutzen kannst. Die Alexa-Stimme ist tatsächlich sogar vorbehalten, das heißt, die kannst du nicht nutzen, sondern du hast dann alternative Stimmen, die die synthetisiert haben. Ne? Genau. Also ja, Skills auf jeden Fall cool. Im Konsumermarkt glaube ich auch genau das Richtige und auch das Einzige, was man momentan tun kann. Wenn man aber jetzt mal schaut, was im B2B möglich ist und man jetzt zum Beispiel sagt, irgendwie ich will, keine Ahnung, Voice jetzt in meine Umkleidekabine irgendwie im Fashion-Bereich holen oder so, dann würde ich wahrscheinlich auch irgendwie eine Custom-Implementation da nehmen und sagen, man stellt eben keine Alexa hin, die dann plötzlich vielleicht auch irgendwie ganz laut Spotify spielt, sondern man limitiert auch den Funktionsumfang und sagt irgendwie, es ist eine Stimme, die dann, keine Ahnung, Esprit gebrandet ist oder so und die spricht dann halt in einem Esprit-Lingo oder so, dass halt auch gewisse Brandgefühle entstehen und die halt auch nur auf diesen Use Case sozusagen trainiert wurden. Also war das jetzt gerade eine spontane Eingebung oder sind das so Use Cases, die du vor der Brust hast, ohne dass du irgendwie Textilunternehmen hast? Nee, absolut willst? Nicht. Nee, also Fashion nicht mein Ding, deswegen habe ich das genommen. Alles klar. Was für Use Cases siehst du denn oder was für Kunden glaubst du dich in der nächsten Phase der Unternehmensentwicklung irgendwie zu fokussieren? Hast du da schon eine Idee? Also grundsätzlich bauen wir so eine Plattform, die alles an prozeduralen Wissen, sagen wir mal, fressen kann und das conversational macht, aber gerade am Anfang macht es natürlich Sinn, auch um die Branchen besser zu verstehen, sich da zu fokussieren. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen Produktion, Logistik. Wir machen auch ein Stück weit vielleicht Service, wenn man Käfer sozusagen in diese Richtung einordnen kann. Die anderen Projekte sind aber tatsächlich eher da, wo es noch irgendwie laut ist und knallt. Also wirklich in der Produktion, in der Logistik. Also das ist so das Thema, was uns momentan inhaltlich beschäftigt. Wo wir dann out of the box auch in unserem Assistenten schon ein gewisses Vorwissen mitbringen können. Ne? Zum Beispiel in der Logistik, was ist irgendwie Wareneingangskontrolle und wie läuft so ein Prozess üblicherweise ab? Was für Fragen kann ein Mitarbeiter zu einer Kommissionierstation stellen oder so? Ne? Das heißt, da profitiert natürlich das System schon davon, wenn man jetzt in einer Nische sich, sag ich mal, erstmal festhält. Und das machen wir gerade auch. Ja. Wenn man das mal trennt nach so Business to Consumer und B2B, Im Business-to-Consumer-Bereich wird ja oft diskutiert, wie wird dieses Endgame aussehen. Ja? Also wer wird sich final durchsetzen, irgendwie, wenn man das mal so differenziert. Amazon Voice mit Alexa und Siri und dann gibt es noch Google und Cortana bei Microsoft und sozusagen noch Nuance genannt. Das scheint ja im B2B-Bereich viel, viel variabler zu sein, weil diese B2C-Plattformen da gar nicht so viel Relevanz haben. Ja? Also zwei Fragen, die müssen wir zweigeteilt machen. Wie schätzt du dieses B2C-Spiel ein? Wird das auf so ein Endgame hinauslaufen oder wird das mehrere dominierende Systeme irgendwie parallel zulassen? Oder du hast ja eben auch mal diese Analogie gebracht, Android oder iOS. Oder wird es da auch nur noch zwei geben? Wie schätzt du das ein? Und warum findest du welches System da vielleicht vielversprechend als? Ja, gute Frage. Ist natürlich ein bisschen Glaskugel. Klar ist es aber, ja. Also was auch interessant ist, sind da doch die asiatischen Player, ne? Also sowas wie Samsung Bixby zum Beispiel. Wobei ich da jetzt so aus Entwicklerseite, als wir die Anfrage gestellt haben, hey, können wir das mal, was wir tun, mal ausprobieren auf Samsung Bixby? Und ich habe das in den Online-Formular reingetippt. Und dann kam halt als Antwort zurück, sozusagen, die Bewerbung war zu knapp, so, ne? Meldet euch dann noch später nochmal, wenn ihr Interesse habt. Und dann denke ich mir so, also so in der Vergangenheit gab es immer wieder Parallelen, so auch damals Microsoft hatte eine starke Entwickler-Community, ne? Und gerade wenn du als Superbot, so als Smart Assistant oder so irgendwie das Rennen machen willst, kann man ja auch sehen bei Apple und dem App Store, da musst du auf jeden Fall eine starke Entwickler-Community. Die Entwickler musst du mitnehmen, ne? Damit du direkt auch die Breite der Use Cases ideal abbilden kannst, ne? Und dann kannst du später sagen, die Use Cases, die oft frequentiert sind, aber Third-Party sind Skills, die baue ich dann nativ ein. Genau. Danke für die Vorarbeit so in dem Sinne. Das Thema kennen wir auch, aber ich meine, das war schon aus meiner Sicht ein schlechter Start so von Samsung. Aber da muss man halt irgendwie sehen, was kommt da noch. Also, und die haben ja auch einen kompetenten irgendwie Typen, der damals Siri gegründet hat, dann WIF gemacht, WIF gekauft, daraus ist Samsung Bixby geworden. Aber auch so die chinesischen, also Baidu,
In Japan gibt es auch vieles schon und auch da ist so das Thema auch Avatare sehr wichtig. Ne? Mhm. Also wie sieht das Ding eigentlich aus? Alexa hat so in dem Sinne ja kein Gesicht. Ja. In Japan habe ich so was Verrücktes gesehen, wie halt so eine Art Hologramm, die auch gleichzeitig so ein Wecker ist und du kannst aber mit der interagieren und so. Also es gibt da ziemlich viel, aber so ich meine so Europa, Amerika, das wird sicherlich wieder ein Play zwischen Amazon und Google werden, primär, würde ich mir sagen. Amazon war jetzt zum Beispiel in Europa so ein bisschen früher da als der Google Smart Speaker und ich meine, das hat sich schon ein bisschen gedreht. Also Google hat da schnell aufgeschlossen. Also das heißt, Amazon war da meines Wissens so marktanteilseitig irgendwie in der Lead und das glaube ich jetzt. Und wie schätzt du das aus der Entwickler-Community-Perspektive ein? Ich weiß nicht, was da die Zahlen sind. Vor ein paar Monaten gab es mal irgendwie schon die Info, dass es über 100.000 Alexa-Skills gibt. Mhm. Wie schätzt du die Entwicklung da ein? Zwischen den beiden jetzt hauptsächlich? Ja, ich war ganz, ganz früh auch mal bei so einem Event von Amazon und da werden dann halt in so Developer-Events dann tatsächlich auch viele Leute eingeladen, 100 Leute, die quasi so eine Art Hack machen den ganzen Tag und das Ziel ist es dann am Ende des Tages, ein Skill zu veröffentlichen. Ja. Das heißt, da ist auch ein großer Longtail, sag ich mal, an Crap dabei, würde ich mal sagen. So Dinge, die man halt als Entwickler mal in einem Tag gebaut hat. Das heißt, die Zahl ist natürlich genau wie bei den App-Stores auch immer so ein bisschen irreführend, aber da macht Amazon schon extrem viel. Also es gibt ja zum Beispiel jetzt auch so ein paar so News-Stories wie Studenten, die irgendwie ein paar tausend Euro im Monat machen und zwar nicht durch die Monetarisierung ihres Skills, sondern Amazon hat dann praktisch so eine Art Förderprogramm und zahlt Leuten, die populäre Skills machen, einfach Geld. Dann gibt es jetzt auch eine Subscription-Möglichkeit, das heißt, du kannst auch Content sozusagen hinter einer Paywall haben und damit deine Apps monetarisieren. Dann gibt es natürlich auch so Modelle, wo ich sage, da kommt vielleicht die Audio-Werbung wieder ins Spiel. Sowas wie, dieses Torergebnis wurde Ihnen präsentiert von Krombacher oder so. Das kommt bestimmt und ist da auch eine Einnahmequelle. Das heißt, Amazon meines Erachtens macht auf jeden Fall hier in Europa deutlich besseren Job, um die Entwickler sozusagen an das System ranzuführen, das zu fördern. Und ich habe auch ein ganz einfaches Demo-Skill gebaut und kriege da immer regelmäßig irgendwie AWS-Gutscheine. So dein Skill muss aber populär sein und ich meine, das ist ein Skill, was irgendwie 100 Leute so im Monat mal benutzen und von daher, also die tun da wirklich viel für die Community und ich glaube, da haben sie da vielleicht die Nase vorn. Aber der Google Assistant ist natürlich auch extrem gut, also was die Erkennungsrate angeht oder das Spektrum von Dingen, was er kennt. Weil ich meine, Google hat die beste Datenbasis, so die beste FAQ der ganzen Welt. Die wissen, welche Fragen werden normalerweise gestellt, welche sind populär. Das ist ja eine Fragemaschine. Ne? Genau, also in dem Sinne ist schon ein super, super Standbein. So, ne? Und da würde ich sagen... Siehst du da Apple in diesem Game gar nicht relevant? Siri läuft ja, glaube ich, auch eher auf meinem Handy als in der Cloud, wenn ich das richtig verstanden habe. Und obwohl ich brauche Internet, wenn ich Siri benutzen will, das kann auch nicht richtig stimmen. Mhm. Aber es gibt halt keine Skills oder keine Apps für Siri oder keine Entwickler-Community, soweit ich das weiß. Oder bin ich da falsch informiert? Ja, genau. Meines Wissens auch noch nicht geöffnet im Sinne von, du kannst Third-Party-Skills nachrüsten und dieser Smart Speaker von Apple ist ja auch mehr so aus Musikhören getrimmt. So klingt ja auch richtig cool. Und ich denke, da ist noch gewisser Aufholbedarf, aber Apple hat halt eine starke Community, hat ein funktionierendes Ökosystem, auch das ganze Billing und so, die ganzen iTunes-Accounts, die es da draußen gibt mit irgendwie aktuellen Kreditkartendaten, das ist schon eine gute Power, so um nachher auch sowas wie Paid-Apps oder so auszurollen in einer gewissen Geschwindigkeit. Aber man kann auch heute schon mit Siri... Also die werden ihre Rolle in diesem Ökosystem finden? Ich denke schon. Also kommt wahrscheinlich etwas später jetzt eben als andere um die Ecke. Ich sehe das im Auto. Ich habe dieses Apple CarPlay im Auto und da nutze ich halt Siri, um Anrufe zu tätigen. Ja. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Ne? Und man kann auch damit irgendwie eine SMS diktieren und so weiter. Also die klassischen einfachen Siri-Anwendungen, aber die nutze ich halt dann auch. Ne? Das funktioniert ganz gut. Ja, absolut. Also ja, und da gibt es ja auch jetzt schon die Möglichkeit, dass du sagst, irgendwie als ein Taxiunternehmen oder als Uber oder so, hängst du dich in Siri rein, indem du aber wirklich eigentlich nur deinen Service sozusagen durchreichst, nicht dein Interface mehr, das man dann irgendwie nicht mehr hat, sondern man sagt dann, hey Siri, bestellen wir irgendwie einen Uber oder so und dann wird ja ein Uber bestellt. Also das ist auch, finde ich, eine interessante Entwicklung. Also
Genauso wie jetzt im CMS-Umfeld gibt es eben jetzt so mehr Headless-CMS-Systeme, ne, wo man kein Interface mehr hat, sondern dafür eigentlich nur eine Datenverwaltung von Inhalten in einer strukturierten Art, die mal auf dem Mobile-Phone so ausgegeben werden, mal auf der Webseite so. So ist es dann, glaube ich, auch so langfristig mit den Superbots. Ne? Das heißt, so ein Alexa ruft dann nur noch einen anderen Service auf. Und auch jetzt ist das ja schon so, es werden ja automatisiert Skills vorgeschlagen oder installiert, wo der Nutzer eine Frage gestellt hat, die Amazon nicht selber beantworten kann. Amazon aber weiß, es gibt einen Skill, der auf Alexa da passt. Dann ist da natürlich die entscheidende Frage, wie passiert das Ranking? Und dir wird in dem Moment ja keine Auswahl gegeben, sondern es wird ein Skill sozusagen vorgeschlagen. Also das heißt, man hat, wie auch da bei Apple oder so, immer das Thema, dass man natürlich mit den Plattformen partnern muss oder mit den Plattformbetreibern. Und, da scheinen die Geschäftsmodelle der großen Plattformbetreiber auch noch überhaupt noch nicht klar zu sein. Ne? Also Amazon ist da, glaube ich, schon relativ weit mit diesem Skill-Modell. Mhm. Aber du hast jetzt gerade gesagt, bei Apple sehen wir das noch nicht. Würde mich wundern, wenn die das nicht in irgendeiner Weise monetarisieren wollen. Wie ist das mit Uber in den USA? Da kann ich halt eine Uber per Siri bestellen und da müsste doch eigentlich ein Share an der Bestellung irgendwie bei Apple landen. Die machen das doch nicht. Gute Frage. Also ich bin mir auch nicht sicher, wie das bei Uber genau ist und ob das so funktioniert. Ich erinnere mich nur, als sie das damals geöffnet haben, waren beschränkte Use Cases zugelassen. Einer war Ride-Hailing, also so wie Uber. Und dann haben die sicher etwas entwickelt. Dann sowas wie auch, ich glaube, sowas ein bisschen was wie Travel oder so war mal im Gespräch oder so. Aber da ist Apple natürlich sehr kontrollierend und lässt nur gewisse Dinge zu. So, was ich so mal mitbekommen habe, war halt, dass auch da so Silicon Valley schon hilft. Ne? Man geht dann halt doch mal in das persönliche Gespräch und dann wird halt so eine Entscheidung getroffen, das ist der Dienst, der das jetzt darf und bei Apple Maps zum Beispiel integriert ist und so funktioniert auch die Abrechnung, aber das ist überhaupt nichts, was da public oder standardisiert ist. Also das wird alles noch kommen? Ich denke schon, ja. Dann letzte Frage, weil unsere Zeit auch schon langsam abläuft hier. Was siehst du so am Horizont, so what's next im Bereich Voice? Also du hast dich wahrscheinlich tief damit beschäftigt. Einfach mal, was sind so die Dinge, die du noch kommen siehst? Ja, gute Frage. Also ich glaube, so das ganze Thema B2B ist jetzt noch super early, aber das wird sicherlich kommen. Der B2C-Markt ist auch noch verhältnismäßig klein, aber der wird auch wachsen. Verlangt natürlich auch wieder viel anderes Denken, auch von Leuten, die jetzt sagen, ich habe Bock auf so ein Skill zu machen. Als Unternehmen muss man sich jetzt Gedanken machen, okay, meine Texte spricht die Alexa dann aus mit ihrer Stimme. Ich habe nur gewisse Möglichkeiten, ich kann vielleicht gar nichts zeigen, außer jetzt bei so einem Device, was auch einen Screen hat, wie so ein Echo Show zum Beispiel. Also super schwierig, würde ich sagen, da im B2C-Markt, glaube ich, irgendwie auch tatsächlich über das Skill selber zu monetarisieren. Es ist muss man, glaube ich, vieles irgendwo unter Brandbuilding verbuchen und nicht alles ist so measurable. Weil jetzt zum Beispiel im Voice-Shopping oder so, was auch oft diskutiert wird. Sehe ich auch relativ wenig. Also, schwierig. Ja. Du sendest dann ja so im Endeffekt als Third Party, so wie in so einem Zalando oder so, sendest du dann eine Karte in die Alexa-App. Und wer ehrlicherweise sowas mal zu Hause ausprobiert hat, so ein Alexa-Device, die App holst du eigentlich so gut wie nie raus und die ist auch nicht besonders schön. Und diese Karten, die dich dann sozusagen im Deep Link dann auf die Produktseite beim Online-Shop bringen, ich weiß nicht, ob die wirklich intensiv geklickt werden, ehrlicherweise. So Convenience-Bestellungen, wie Amazon es auch selber macht, so ich brauche irgendwie neues Klopapier oder so, ja. Das kann man sich gut vorstellen. Bin mir noch nicht so sicher. Wird auch viel weniger gemacht als damals angenommen. Also die Statistiken, die es darüber gibt, auch aus den USA, ja. Dass das einfach scheinbar nicht der relevante Use Case ist. Oder nee. Bisher nicht. Ja. Also stelle ich mir auch schwieriger vor. Also Voice Commerce vielleicht nicht so, aber diese ganzen Dinge, die irgendwie mit der persönlichen Assistenz durch Alexa oder Siri zu tun haben, so wie du auch Termine machst oder Erinnerungen oder so, das glaube ich ist ein Riesending. Dann halt auch so Musik oder so, mal eine kurze Nachricht absenden oder so. Ich bin mal gespannt, wann so Sprachnachrichten kommen. Ne? Also man kann sich ja jetzt schon so ein bisschen was senden, aber das ist jetzt nicht so cool und nicht so eingespielt, wie es bei WhatsApp ist oder so. So ein WhatsApp-Skill, das stelle ich mir cool vor. Nee, aber die Erkennungsrate wird immer besser. Man merkt, ne, die Assistenten lernen jeden Tag dazu. Und auch im Umgang mit Kindern zum Beispiel ist auch immer noch schwierig. Die sprechen halt anders als Erwachsene. Ja. Und das wird auch sicherlich bald kommen. Und dann ist irgendwann so der Zeitpunkt erreicht, wo man das so selbstverständlich erwartet,
dass man halt mit einer Maschine oder mit einem Computer sprechen kann, wie halt eben bei Star Trek. Ne? Also, genau, das ist dann halt auch irgendwie oft der schlankeste Weg und wer irgendwie SAP irgendwie, keine Ahnung, in der Buchhaltung oder so bedienen muss, der flucht wahrscheinlich über 1000 Eingabemasken. Und wenn du einfach sagen kannst, hey, mach das und das wird gemacht, dann ist manchmal Sprache schon das Schnellste. Ne? Also ich habe jetzt ein Beispiel, wenn du jetzt sagst, du willst ein Lied starten in Spotify, du nimmst dein Handy raus, du entsperrst es, du suchst die Spotify-App, du startest die Spotify-App, die connectet sich, du suchst nach der Playlist, du drückst auf Play und dann spielt sie und das sind irgendwie, weiß ich nicht, über 10 Tabs wahrscheinlich, ja. Und brauchst ja Zeit und du sagst einfach zu Hause, hey Alexa, spiel mein Lieblingslied und dann läuft's. Genau. Dann läuft's, also das heißt, ist auch teilweise convenient, also das muss man schon sagen und deswegen, ich glaube, da kommt noch einiges, ja. Andreas, also herzlichen Dank für deine Zeit und für diese Durchführung durch die Voice-Welt. Und, ja, danke für die Einladung. Und Unternehmen. Wir machen da mit Sicherheit mal einen zweiten Teil von und, cool. Und gucken mal im nächsten Jahr, wo Sound Reply dann steht. Für dich und Sound Reply viel, viel Erfolg und Dankeschön. Herzlichen Dank für deine Zeit. Cool.